1944 kam ja mit der Kinderlandverschickung eine Schulklasse aus Ja, Dortmund zu Ihnen. Welche Erinnerungen haben Sie denn noch daran? das sind mehrere Erinnerungen. Erstens, der Lehrer, der ja mit seiner Klasse kam, war ein knallharter Typ, wie wir es bei unserer gemütlichen badischen Art überhaupt nicht gewöhnt waren. Da hat sie fürchterlich aufgeregt. Das haben wir alle nur Dialekt gesprochen, ich in etwas gehobener Dialekt, weil meine Mutter aus Freiburg kam, das Gymnasium besucht hat und doch auf einem gewissen Bildungslevel, würde ich sagen, allgemeiner Art geachtet hat. Und also dann wurde ich zum Chefübersetzer zwischen Dortmundern und den Einheimischen. Und der hat sich immer aufgeregt und hat gesagt, wir seien alles Dösköppe. Und diese Rachenlaute, diese Alemannischen, haben fürchterlich aufgeregt. Er war auch ziemlich unbeherrscht und hat mit seinem Stock auch gelegentlich draufgehauen. Und ja, und die Jungs aus dem Ruhrpott, die waren eine gute Kumpel, kamen dann auch ins Jungvolk mit dazu. Und da weiß ich, da waren Zwillinge dabei, die hießen Spiekeroff. Mit denen hatte ich mich auch ein bisschen befreundet. Die waren uns natürlich verbal haushoch überlegen, gell, bis wir richtig den Mund aufgemacht haben, haben die schon alles weggegessen, sagt man hier. Ne? Aber war eine gute Zeit mit denen und die sind aber kurz vor Kriegsende wieder weg. Haben Sie dann auch den Unterricht gemeinsam gehabt Ja, und alles? wir waren plötzlich in der Klasse, die fast doppelt so groß war wie vorher. Waren aber nur Jungs, fällt mir jetzt ein, keine Mädchen dabei. Und wie lange blieb die Klasse aus Dortmund? Ja, ich würde sagen, ein halbes Jahr. Haben die denn erzählt, was im Ruhrgebiet, das ja sehr stark unter Beschuss stand Ja, und sie haben nur bombardiert gesagt, wurde? sie hätten also fürchterliche Fliegerangriffe mit Bunkeraufenthalt und so. Hier könnten sie jetzt wieder an der frischen Luft sozusagen atmen. Das war so die Quintessenz der Aussage. Hatten Sie dann selbst zwischendurch mal Angst bekommen, es könnte auch Sie treffen in der Gegend, die bisher sehr Ja, unbeschadet eigentlich war? komischerweise nicht, obwohl ich kann mich erinnern, wir hatten oft Fliegeralarm und neben uns war eine Zigarrenfabrik, Villiger Stumpen, ist ja eine Marke aus Schweiz, und die hatten so einen tollen Keller für ihre Tabakballen. Und das war unser Luftschutzraum. Und da sind wir rüber und oftmals sind wir, das war nur 50 Meter von unserer Wohnung weg, aber der Alarm kam so spät, dass wir auf dem Weg dahin, da oben riesen Pulks von, gerade wenn Vollmond war, von tieffliegenden Bombern, aber die sind immer weitergezogen. Und da habe ich ein paar Mal gedacht, hoffentlich macht nicht mal jemand aus Versehen den Hebel hoch oder so. Es war schon eigenartig, wenn sie die Himmelballen immer sahen, das sind ein paar hundert drüber.